Babys, könnt ihr mich sehen. Der sitzt nämlich noch Lenkrad. Also ich. So, ich sitze also im Auto, hier mit unserem kleinen Menschen. Und wir sind jetzt unterwegs, nur zu zweit. Papa und Sohn fahren zu Oma und Opa, um die Woche dort mal ein bisschen mehr zu trainieren. Stressfreier vor allen Dingen. Und dazu noch mit Papa. Ich will also in dieser Woche mal ausprobieren, wie das ist, nicht allein für sich zu trainieren, sondern irgendwie, naja, mal mit jemand anderem zusammen. Habe ich jetzt lange nicht gemacht. Ich meine, gut, so also eine Radtour und so weiter ist schon mal passiert. Aber jetzt so in dem Maße, wie das diese Woche stattfinden soll, nicht. Ich trainiere diese Woche mit Holger. Den habe ich, wie gesagt, kennengelernt in Hannover beim Wasserstadt-Triathlon. Als sich eine alte Dame uns in den Weg stellte, dann beim abschließenden Halbmarathon. Und wir beide derart auf sie schimpften, dass wir uns dann direkt angrinsten. Genau, und dann haben wir gemerkt, wir kommen aus derselben Region. Ja, wir sind ein bisschen in Kontakt geblieben. Holger hat auch eine ganz krasse Story, also Lebensgeschichte meine ich damit. Aber ganz wichtig ist auch, Holger ist ehemaliger Leistungsschwimmer. Und der hat auch mal ein Schwimmvideo gesehen und meinte, also ich kann, bevor du hier noch einen teuren Kurs buchst, kann ich auch einfach nochmal drauf gucken. Da habe ich gesagt, Holger, das machen wir. Aber jetzt muss ich hier erstmal volle Konzentration walten lassen. Denn es ist laut und voll, wie bei einem AC/DC-Konzert. So schnell kann es gehen. Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad. Gleich nach 800 Metern Platten eingefangen. Aber jetzt rollt es wieder. Ich fahre jetzt hier also erstmal heute allein. Unser Reinkommenstraining letzte Woche war spannende Woche, diese Woche wieder reinkommen. Ich fahre jetzt in die Dübener Heide, nee, die Dahner Heide. Wahrscheinlich beides. 3x20 Minuten hart. Mit Trittfrequenzwechsel alle 5 Minuten. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Steht aber so im Plan. Muss ich mal machen. Und dann im Anschluss noch schön einen Koppellauf nach 3 Stunden. So, Freunde. Jetzt geht's los mit dem Partner-Training. Gestern wollte ich eigentlich noch nach meiner 3-Stunden-Radeinheit eine einstündige Koppeleinheit machen. Allerdings hatte da mein kleiner Kollege was dagegen. Der fand das nicht so cool. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, fällt es aus. Wenn ich deswegen nicht in Rot finische, dann habe ich doch jetzt einen guten Grund gefunden dafür. Jetzt fahren wir hier nach Grimma ins Schwimmbad und treffen Holger. Ich bin spät dran. Los geht's. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich bin zu spät. Da ist Holger. Holger war schon da. Holger, über dich können wir ungefähr 3 Videos machen. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, ob wir deine Geschichte hier alle in dieses Video packen. Auf jeden Fall, was dir das noch wichtig ist, wir sind in der Schwimmhalle, genau. Oberkörperfrei. Und du bist ehemaliger Leistungsschwimmer? Ja, zu DDR-Zeiten noch. Zu DDR-Zeiten. Ja. Und genau, Holger hat gesagt, Junge, du hast Probleme mit dem Schwimmen. Ich zeig dir, wie das geht. Ich versuch's. Okay, diesmal habe ich an die Actioncam gedacht, also können wir mal gucken, ob ich da auch ein bisschen was filmen kann. Jetzt geht's aber los. Genau, erstmal duschen.
Also wir sehen, Holger ist schneller wie ich. Wenn ein bisschen. Wenn ich hinten war, war er schon wieder vorne. Und andersrum. So, Holger, also du hast gesagt, ich muss auf jeden Fall, also Beine haben wir jetzt schon mal ein bisschen gelöst, mein Problem waren genau, die Beine. Genau, du brauchst halt mehr Ballettfuß, ne? Also ja. Gestreckte Füße. Jetzt war es immer die Krähe und ich muss mehr die Ballettkönigin sein und weiter nach vorne, ne? Mit dem Arm. Genau, die Streckung mit dem Arm und dass genau. Du halt den Arm, also die Hand gerade lässt und die Hand nicht so aufklappst, dass du sonst nicht gegen das Wasser arbeitest. Ja, haben wir auch gut gesehen wahrscheinlich dann in dem Unterwasservideo. Sonne scheint, ich gehe gleich mal so raus laufen. Holger muss leider mal ins Fitnessstudio. Genau, ich muss das für meinen Rücken machen. In meinem Alter brauchen wir halt ein bisschen andere Sachen. Genau, und wir fahren am Donnerstag nochmal zusammen Fahrrad. Das wird richtig. Super. Holger, unteres GH1, ich oberes GH2. Das wird genial. Ich kann meinen Motor ausschalten im Rad, damit ich umtreten. Vielen Dank auf jeden Fall, Holger, fürs Schwimmen. Ich denke, dass jetzt kann ich mal schief gehen. Genau. Grad und dann noch Schnee, das tut an den Füßen weh. Mann, oh Mann, ist mir warm. Ich glaube, ich trage zu viel Garn. Ich begrüße euch auf meinem absoluten Lieblingsweg. Mitten durch den Wald. Haben hier eine Straße gebaut. Und darüber bin ich sehr dankbar. Denn hier ist einfach genial. Links und rechts. Nur Wald. Einfach nur kleine süße Straße. Ohne Autos. Und Sonne, verdammt nochmal. Kurze Hose. Mega. Und ich fahre jetzt noch alleine, wie ihr jetzt hier am Rundumblick feststellen konntet. Aber nicht mehr lange. Dr. Norman und Hallo. Ich fahren jetzt zum Regen. Los geht's. Dritter Partner. Heute mache ich einen kleinen Regenerationslauf. Leider kann mein heutiger Partner noch nicht laufen. Deswegen muss ich den schieben. Aber auch das ist meine Abwechslung. Hallo, hallo, können Sie mich verstehen? Ich mache eine Aufnahme, um zu zeigen, wie verdammt windig es ist. Denn es ist verdammt windig. Und ich kann mir keinen Windschatten von Holger borgen. Verdammt! Hatte ich schon den Wind erwähnt? So, jetzt können wir einen Outdoor-Dreh machen. Also Training mit Partner. Fetzt, kann man sagen.
ist mal was völlig anderes wirklich, wenn man neuen Input hat. Beim Schwimmen war es für mich natürlich nicht nur Training zusammen, sondern auch ein bisschen lernen und verbessern natürlich, ja, und ein bisschen was mitnehmen. Beim Fahrradfahren war es einfach zum einen Quatschen und Ablenkung, zum anderen aber auch überhaupt soziale Kontakte pflegen, denn das geht schnell unter, wie ich immer wieder feststellen muss und immer wieder erwähne gerne hier. Und beim Laufen, na gut, da war mein Laufpartner jetzt nicht so gesprächig, aber ich glaube, er ist sogar eingeschlafen. Aber trotzdem ist es mal eine Abwechslung zum normalen Training und kann man auch mal zwischendurch auf jeden Fall machen. So, das waren jetzt also drei Trainingspartner, aber natürlich gibt es viel mehr Trainingspartner. Und damit will ich eigentlich auf das Eigentliche kommen. Und zwar gab es in der Woche jetzt auch Trainingspartner, die ihr nicht gesehen habt. Zum Beispiel meine Eltern, die auf den kleinen Menschen aufgepasst haben. Wenn ich auf dem Rad saß oder schwimmen war, oder auch meine Großeltern, die mir zum Mittagessen was gekocht haben, sodass ich da keine Zeit und Energie investieren musste. Das kann aber auch im Alltag natürlich die Frau, die Freundin sein, die das alles irgendwie mitträgt und mitschleppt und erträgt. Und die alle haben da genauso einen großen Anteil dran, dass man das alles so durchziehen kann, was man so durchzieht. Und speziell bei mir jetzt, dass ich die Challenge Rot überhaupt so angehen kann. Denn ohne die ganzen Menschen wäre das nicht möglich. Aber da tut es ja auch Freunde, die einmal sagen, Junge, ist das nicht ein bisschen zu krass, was du da abziehst? Und auch so ein bisschen mal einen kritischen und auch ein bisschen so einen kritischen Blickwinkel auf einen setzen oder auf einen legen. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Protagonisten, die eine Rolle spielen bei mir und bei euch, wenn ihr trainiert, damit ihr da trainieren könnt. Das habe ich eben jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen festgestellt. Wenn bei mir wirklich die Zeit sehr knapp war, dann wusste ich, ich kann mich auf die und die Menschen verlassen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Trainingspartner, die Menschen, die mir zeigen, wir unterstützen dich, zieh das durch. Und deswegen schon jetzt für die ganzen Menschen ein großes Dankeschön. Und mir ist es durchaus bewusst, was ihr da leistet. In diesem Sinne, geht raus, setzt euch in die Sonne und filmt das. Vielen Dank fürs Zugucken. Hier abonnieren, hier weitergucken. Peace out.